Mein Therapeut meint, ich mache mir zu viel Sorgen. Er meint, er versucht, mich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dabei weiß er doch so gut wie ich, dass Menschen nicht für Gleichgewicht vorgesehen sind. Nur durch kleinteiligste Gegenbewegungen unserer Muskulatur bleiben wir stehen und rotieren um einen imaginären Gleichgewichtspunkt. Würden diese Muskelkontraktionen nicht stattfinden, fielen wir in Richtung Nase. Man stelle sich das mal vor. Eine stramm stehende Armee, die plötzlich synchron auf die Fresse fällt. Ich mache mir zu viel Sorgen. Mein Therapeut fragt, haben Sie Kinder? Ich sage, ich weiß nichts, macht alles meine Frau. Mein Therapeut fragt, haben Sie Hobbys? Ich sage, ich sammle schöne deutsche Wörter wie Tristan-Akkord, Fototapete, Stockholm-Syndrom und zu kurz gekommene. Sehen Sie, sagt mein Therapeut, wieder sowas Negatives. Aber dabei tue ich doch alles, um zufriedener zu werden. Ich arbeite an mir, ich suche mir jetzt einen Job. Zeitung auf, Griechenland. Akropolis sucht Dachträger. Nicht sehr flexible Stellung, dafür tragende Position und langfristige Anstellung. Da tue ich doch was für die EU, sozusagen wieder Blutmachung für die erlittene Schmach der Demokratieerfinder. Oder warum werde ich nicht Bundespräsident? Immer langsam, sagt mein Therapeut, kleine Schritte. Die meisten Leute machen aber kleine Schritte, weil sie die Hosen voll haben. Aber mal im Ernst, wenn Griechenland zusammenbricht, bleiben uns Platon, Aristoteles, die Ilias und Bifteki. Das ist doch mal was. Was ist von der DDR übrig geblieben? Ein Rechtsabbiegeschild und ein Ampelmännchen. Ich mache mir zu viel Sorgen darüber, dass in dieser Welt alles nur noch To-Go gibt. Kaffee, Suppe, Mittagessen, Musik. Auf dem Schulhof fragt Kevin heute nicht mehr, willst du mit mir gehen, sondern wie wäre es mit deiner Liebe To-Go? Ich persönlich kenne nur Schuhe To-Go. Mein Therapeut sagt, machen Sie doch mal ein Selbstfindungsseminar. Kommt auf meine Liste der schönsten deutschen Wörter. Wo soll ich mich selbst finden, wenn ich verloren gegangen bin? Und vor allem, wann bin ich verloren gegangen, ohne dass ich es gemerkt habe? Ich habe genug von Selbstfindung, Esokram und falschen Gefühlen. Wir haben gerade so richtig Indian Summer. Das muss man doch mit allen Sinnen genießen. Die Indians, politisch korrekter, die indigene Bevölkerung Amerikas, haben wir fein hochkultivierten Europäer aber ab 1492 mit der Landung des ersten Erlebnissegelschiffes konsequent ausgerottet. Sie haben uns in Empfang genommen, uns Kartoffeln, Gewürze und Tabak gereicht. Was haben wir, die Schöpfungsavantgarde, ihnen mitgebracht? Pocken, Masern, Grippe und Krieg. Verheerende Zivilisationskrankheiten, von denen die Friedenspfeife kiffenden Frohnaturen mit Naturgöttern nichts wussten. Ach ja, Religion haben wir ihn auch noch mitgebracht. Kurz darauf waren die Indianer verschwunden, den Indian Summer haben wir romantisiert und nun sitzen wir als Satellitenstadt Apachen hinter der Lärmschutzmauer im 13-stöckigen Reservat und sagen, das müssen wir doch mit allen Sinnen genießen. Mein Therapeut sagt, ich bin ein Defätist, ich sehe alles negativ, hasse die Menschen und mache mir dadurch Feinde. Aber Feindschaft kann auch eine Möglichkeit von Liebe sein. Ich liebe die Menschen, deshalb mache ich mir ja so viel Sorgen. Ich mache mir Sorgen darüber, dass es früher Aktion Sorgenkind hieß und heute Aktion Mensch. Heißt das, heute ist der Mensch das Sorgenkind? Billiger Witz, ich weiß, aber trotzdem nimmt ihn keiner mit aufs Zimmer. Ich arbeite hart, ich mache nichts aus dem Bauch heraus, sonst riecht es hier nach Furz. Ich liebe die Menschen, ich mag Gott das Land, in dem ich leben darf. Wir haben Glück gehabt, trotz aller Vor- und Nachurteile haben wir eine halbwegs funktionierende Demokratur. Auch wenn ich immer noch einiges nicht verstehe, zum Beispiel, warum wir das Sauerland an Liechtenstein verkaufen müssen, um Autokonzerne und Verspekulanten zu retten. Wann ist Bundestag und was gibt's da zu feiern? Und natürlich das immerwährende Rätsel, das sich mir entgegenstellt, wenn ich vor dem Reichstagsgebäude stehe. Auf dem Architrav des Westportals steht dem deutschen Volke. Lesen die Leute, die in dem Gebäude arbeiten, eigentlich auch diesen Satz? Mittlerweile weiß ich die Antwort. Die Bundestagsabgeordneten betreten das Gebäude immer über den Südeingang. Der Eingang am Westportal ist der Behindertenzugang. Mein Therapeut meint, Deutschland ist prima. Ist es auch, sage ich. Wir haben eine Zeitschrift für berufstätige Mütter und Väter, die heißt Lob. Wir haben Sendungen im Fernsehen wie Schwiegertochter gesucht, in denen Sätze fallen wie im wundervollen Westerwald drückt dem kreativen Kratzbildfan die Blase. Wir haben die anerkannt schlechtesten Schauspieler Europas, selbstverliebt bis über beide Ohren und von Locusblatt-Journalisten zu Playern geschrieben. Ich habe an der Ernst Busch studiert, wo der Ernst des Lebens so lange auf meinen Busch geklopft hat, bis er ganz hohl klang, damit sie mich jetzt füllen können. Ich bin ein Gefäß, ich kann alles erfüllen, alles erfüllen. Ich habe statt eines Gehirns einen Faden im Kopf. Wenn man den durchschneidet, fallen die Ohren ab. Mein Therapeut meint, ich habe Angst und ich rutsche auf dieser Angst aus wie auf einem See im Dezember. Ich sage, ja, ich habe Angst vor Wahnsinnigen wie Ahmadinejad. Er ist der beste Beweis dafür, dass der islamische Kalender noch im Mittelalter steckt. Er sitzt in seinem Palast im Sand, reist aus Schwitze, reicht dem rechten Gesindel um Holocaustleugner Friedrich Töben die Hand und seine Untertanen verhungern oder werden hingerichtet, wenn sie nicht den Hut auf der Stange grüßen. Aber, verehrte Despoten, geschätzte Abschaumelite, lieber schaue ich weiter RTL als eure Programme. Wer wird Sarazinionär? Özlem, Burka zum Glück und nicht zuletzt der Eurovision Song Contest in Aserbaidschan. Eine Diktatur, die auf der Rangliste für Pressefreiheit und Menschenrecht noch hinter Afghanistan rangiert. Amnesty International hat herausgefunden, dass man in Baku 10 Tage ins Gefängnis wandert, wenn man öffentlich das Wort Freiheit sagt. Weiter im Osten wenig Hoffnung. Wenn ihr denkt nach Kim Jong-il, kommt in Korea nicht mehr viel. Ja, wenn ihr denkt, das Leid ist um, dann kommt Kim Jong-un. In Syrien durfte jetzt zum ersten Mal das Volk über Gesetze abstimmen, welche die Diktatur legitimieren. Henkerswahlzeit im Wohngefängnis.
Ich habe Angst, dass mir eines Tages nichts mehr einfallen könnte. Dann stehe ich vor ein paar schmalen Bänden gestammelte Werke. Und dann denke ich wieder, mir geht's doch gut. Ich brauche nicht viel, kein Domrep-Domizil, keine goldene Hüpfburg mit Chill-Out-Bereich. Nur eine warme Schädeldecke, um mich einzumummeln. Ein Spaziergang durchs Lachland und vielleicht sogar ein Selbsterfindungsseminar. Dafür würde ich sogar Geld bezahlen. Vielen Dank.